Moin Moin, da sind wir mal wieder auf einer anderen Map. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal mit, wenn ich mir mal so eine Map angucke, weil ich nämlich vorhabe, vielleicht doch noch mal umzuziehen, weil die Mecklenburger Seenplatte ist von der Felder her so groß, das ist Wahnsinn. Und ich suche eigentlich eine kleine, schnuckliche Map, wo ich vernünftig rausfahren kann. Das wäre hier zum Beispiel so ein Fall, wo ich hier so rauskomme vernünftig. Und ja, wir können mal die Karte angucken. Wir haben auf der Karte, ich habe irgendwas gelesen von 18 Felder. 17 habe ich nie gefunden. Ach, da unten ist die 18. Okay, also 18 und 19 sowie die 11 und die 16 gehören mir. Und dann haben wir hier einmal den Supermarkt. Dann haben wir eine Tankstelle. Kaufstation für Dünger und Saatgut, das ist gut. Landhandel, sehr schön. Und Kaufstation für Dünger und Saatgut, okay. Tankstelle nochmal. Hühnerstall ist mein Hof hier, glaube ich. Kuhstall, ja. Jo, das ist mein Hof noch gleich. Blinkt ja auch da unten. Ha. Ja, gut, also, was haben wir da noch? Landhandel, genau. Ja, gut, so viel haben wir eigentlich gar nicht. Dann gucken wir uns doch mal die Map an. Hier mein Auto, kann ich hier einsteigen? Ja, super. Dann machen wir das hier erstmal auf. Oh, ein Schneidwerk, das sieht schon mal gut aus. Also, wir haben auch einen Mähdrescher hier irgendwo. Das ist der Hühnerstall. Das ist schon mal gut. Ach, das ist der Kuhstall hier, okay. Also zwei Träger, wenn ich das richtig gesehen habe. Mach ich den Hof schon Kühe, ey. Sieht so aus, ne? Ja, 10 Kühe habe ich schon. Ach, ich bitte auch. Naja, gut, ich meine, gut, der hier sowieso. Vielleicht doch auf leicht anfangen, ich weiß es nicht. Was meint ihr eigentlich so dazu? Auf Mittel? Weil auf Schwer, da hat man ja wieder ein Glied, da hat man sogar die Kühe. Aber ich sag mal, wir haben 100.000 Startguthaben. Felder haben wir auch schon. Angenehme Arbeitsgeräte haben wir auch schon. Ein Kercher sogar schon. Das ist ja gut. Ja, wir haben eigentlich schon alles hier so, was wir brauchen. Mähdrescher ist auch schon da, siehst du. Ja, und viel größer muss der auch nicht sein, wenn die Felder auch nicht so groß sind. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal die Map an. Und dann entscheiden wir nochmal, oder entscheiden wir insgesamt, genau, ob wir auf der Mecklenburgischen Seenplatte bleiben oder ob wir umziehen. Das überlasse ich euch dann. Also die Ausfahrten waren mir immer ganz wichtig. Ich hatte mir auch eine andere kleine Map ausgesucht, die waren unter Kehrbach oder wie die hieß. Da kann man überhaupt nicht richtig vernünftig ausfahren. Nervt ein bisschen. So, wie fahren wir? Ja,
Morgen. Wir könnten ja mal gucken, wo wir hier sind. Man sieht nach dem Flugplan aus. Mal auf der Karte gucken. Ich bin jetzt hier. Das ist hier der. Aha. Okay, mehr ist er hier nicht. Gut, da sind die Kühe dann praktisch auch nicht meine. Anmachen, weil wie gesagt die Mecklenburgische Seenplatte ist zwar eine schöne Map, so viele Sachen ja, aber so riesengroße Felder, da ist man ja 100 Jahre unterwegs und das, das fetzt dann irgendwann nicht, wenn ich dann ich weiß nicht so, sag mal so 20 Videos nur vom Kartoffelboden machen oder so was, ne? Oder Getreide dreschen oder so was. Oh, die Karte ganz groß. Okay, hier sind wir beim Landhandel. Okay. Was ich hier noch gar nicht gefunden habe, ist Landmaschinenhändler. Den gibt es hier wohl nicht. Ja gut, ich muss mal leben. Wo bin ich jetzt hier nochmal? Da oben, okay. Wir können uns ja mal Feld 16 angucken. Wie groß das ist. Und dann. Aber so von der Sache her sieht die Map schon gar nicht so schlecht aus. Überall so ein bisschen was verwinkelt. Überall steht ein bisschen was. Weil in der Mecklenburgischen Seenplatte, da hat man ja nicht allzu viel Zeit, ne? Oh, warte mal. Oh, ist der Mais hier hoch, ey. Guck euch das mal an. Alter, Schalter. Hoho. Okay, wir müssen die Straße hier einfach bloß hochfahren. Warte mal, hochfahren. Rechts rum. Das kriegen wir hin. Können wir gucken. Ja. Fahren wir oben hoch und dann fahren wir mal nach rechts. Und gucken uns mal die Größe der Felder an. Weil. Ich weiß ja, was habt denn ihr so viele Maps? Habt ihr da auch so etwas größere oder auch so kleine, schnuckelige Maps? Ich hatte mal eine, ihr habt, da war ich in England, aber da ist ja, ja, wenn ich ins Fahren ist, dann nicht. Rechts? Nee, links hier. Also, das müssten wir eigentlich in unserem Feld hier oben sein. Das müsste unser Feld sein. So, das sieht halt immer was an. Ja, wir haben mal warm den Garten. Das sollte unser Feld sein. Das ist abgeerntet, so wie man sieht. Mal die Karte anmachen. Jo, Feld 16 ist unser. Warte mal, jetzt gucke ich mal. Die 11 ist ja uns. 19 und 8. Schon mal nicht verkehrt. Da fahren wir nach drüben mal rüber, was da ist. Mein Feld ist noch nicht gefahren. So. Komm, wir fahren mal hier hinten an.
Das sieht schon, also ich würde sagen, ja, die sieht gar nicht so schlecht aus, die Map, ne? Vielleicht die ein oder anderen Maschinen vielleicht austauschen, aber momentan, wir könnten ja erstmal hier anfangen. Gucken, wie es hier läuft. Mit Trecker und Hänger hinkommen, dann ist das schon okay. Das ist eine große Werkstatt hier. Ach nee, ist die Molkerei. Ja. Okay. Was können wir hier drüben verkaufen? Ja, nicht. Oder was? Jetzt bloß ein Supermarkt. Okay. Ach, zum Glück. Zum Glück stehen wir auf der Straße und brauchen jetzt nicht bezahlt für den Parken. Da hinten ist irgendwas, da fahren wir mal hin. Dass wir darüber gesprochen haben, in jeder Zeit wieder. Da kannst du nicht nur, das interessiert ihn gar nicht. Da fahren wir mal. Das sieht doch von nach dem Landhandel aus, oder? Also hier eine Werkstatt auf jeden Fall. Das sieht nach einer Werkstatt aus. Aha. Eine andere Farbe. Ach, wie jeden Film kennt ihr das. Landtechnik, Talbau. Okay. Kann ich den Leinbuch benutzen? Sache, hey, cool. Gehört mir. Ja. Ja. Was können wir hier? Ach ja, Dünger ist okay. Ja, na, dann fahren wir mal wieder zum Hof rüber. Und was ich noch sagen wollte ist, riesen Dankeschön für euer Feedback, dass ich wieder auf LS unterwegs bin. Ich habe mich echt gefreut. Ich habe eigentlich damit irgendwie gar nicht gerechnet, dass so viele Leute meine Videos gucken.
finde ich aber echt cool. Also, aber wieder rein dran. Ja, wie gesagt, ey, mega, mega. Hat mir echt gefreut, von euch zu hören, dass ich, oder dass ihr euch auch freut, dass ich wieder LS spiele. Mir macht es auch wieder richtig Spaß mit dem Ding. Also, das ist schon richtig gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier hin müssen. Ich würde ja mal sagen, genau, da nach links. Oh Gott, wer die Gasse. Da tut der mir gleich gut an. Also momentan so von der links hier. Sag ich mal. Fällt mir nicht. Ja, wenn ihr sagt, ihr möchtet lieber Mecklenburger Seenplatte sehen, dann spielen wir da weiter. Und falls nicht, sehen wir uns hier auf der Map. Würde mir auf jeden Fall freuen, wenn ich von euch da auch ein Feedback kriegen würde, welche Map ihr da gerne sehen möchtet. Ich blinke mal erstmal. Blinken ist meins gut. Ich gehe hier vor. Packen wir ein Auto ein hier. Okay. Steigen wir mal raus. Oh, Tor wieder zu. Wo ist denn zu? Ja. Ah. Dann machen wir da hinten auch wieder zu. Ob das hier noch irgendjemand hier rumfahren kommt. Ja, wie gesagt, also ich würde mir echt freuen, wenn ihr mir da mal ein bisschen Feedback rüberkommen lässt und sagt, komm mal da oben hoch. Ob wir die Map hier spielen möchten oder halt nicht. Ah, Misthaufen aufbauen. Okay. Super. Irgendwie müssten wir den Stroh und Futter kaufen. Naja, das kriegen wir. Das kriegen wir schon hin, glaube ich. Saatgut leer, Haus leer. Ist ja nicht das Problem. Ist wahrscheinlich auch ein Saatgutlager hier oder so. Hol die Fruchtsiedlung. Okay. Naja. Naja. Tankstelle wird leer sein. Diese Tank ist leer. Ja, super, 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 super. Kommen wir da oben hoch. Krass. Das ist ja geil. Wahnsinn, ey. Hier, wo ich gesagt habe, ob man hier hochkommen kann, ne?
Geil. Mega. Jetzt bin ich gerade ein bisschen sprachlos gewesen, also. Schon geil, also. Oh, meine Kühe hier, die armen Kühe hier. Die brauchen wir zu fressen. Ja. Können wir Futter abkippen oder was? Hier ist Stroh. Okay, hier ist der Strohträger. Hier ist die Haube. Ja, und die Träger, wir haben mal. Was hat hier ein Käse oder was? Ja. Gewesen hier irgendwo. Da, den alten Ofen, den können wir verkaufen. Was willst du mit sowas? Ein Steier. Da holen wir uns einen anderen für. Den mit Ladearm, würde ich sagen. Wenn das nicht so teuer ist. Gucken wir mal auf jeden. Da können wir eigentlich Beete verkaufen. Oder was? Dann verkaufen wir Beete und dann kaufen wir ihn mit Ladearm. Dann haben wir doch gleich alle dann dran. Dann passt das ja. So, einen Hänger haben wir hier. Das sieht schon mal cool aus. Super. Ja. Jetzt machen wir erstmal. Ist hier ein Tor gewesen? Ja. Ja, dann würde ich sagen, erstmal wie gesagt, riesen Dank. Ich freue mich wirklich, dass ihr euch auch freut, dass ich meine, dass ich hier wieder Videos mache. Und die okay. Geht hier. Okay, hier noch da. Ja, wie gesagt, also mega. Ich habe mich echt gefreut, dass ihr noch meine Videos schaut und dass ihr euch auch freut, dass ich wieder unterwegs bin. Ich wiederhole mich, wie es, aber es ist wirklich so. Ich freue mich wirklich. Ja, also haut mal was in die Tasten und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Map hier haltet und ob wir hier anfangen sollen. So wie es jetzt hier ist, also einfach. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.